Die Rosen stehen derzeit in voller Blüte und so wird ein Besuch im Europa-Rosarium mit einer Farbenpracht und den verschiedensten Düften belohnt. Am vergangenen Freitag lud die Stadt Sangerhausen zu ihrer jährlichen Rosariumsbegegnung ein. Dabei ist dies nicht nur eine Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern auch der Anlass, um die goldene Rose zu verleihen. Oberbürgermeister Sven Strauß mit seiner Gattin und der Rosenprinzessin Angie der Ersten begrüßten die Gäste am Eingang der Rosenarena. Für den musikalischen Auftakt sorgten die Barbarossa Pipes and Drums. In seiner Rede ging Oberbürgermeister Strauß natürlich auf das Jubiläumsereignis des Jahres ein. Die deutsche Wiedervereinigung war ein Glücksfall der Geschichte. Vor rund 30 Jahren fiel die Mauer. Es haben mutige Bürgerinnen und Bürger erreicht. Sie haben den Weg zum Fall der Mauer bereitet und sie haben entscheidenden Anteil daran, dass Deutschland die historische Chance bekam, sich in Freiheit und Solidarität wieder zu vereinigen. Heute könnten wir sagen, wir haben die Chance genutzt und wir haben einen Grund, auch heute, fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, dieses Glück zu empfinden. Niemand wird den 9. November 1989 diesen Tag der Freude und der Erleichterung vergessen. Es wäre ohne die Solidarität und ohne Unterstützung unserer Nachbarn in Europa, der alliierten Schutzmächte und vieler Länder der Welt nicht möglich gewesen, und schon gar nicht ohne ein Europa, das gelernt hat, Konflikte nicht mehr kriegerisch auszutragen, sondern friedlich am Verhandlungstisch. Dieses Europa, das für seine historische Leistung den Friedensnobelpreis erhielt, heute könnten wir sagen, der 9. November 1989 steht dafür, dass Mauern überwindbar sind. Mit Mut und Entschlossenheit und ja, mit friedlichen Mitteln. Der Mauerfall steht dafür, dass das Unmögliche möglich wurde. Und wir alle stehen in der Verpflichtung, sehr geehrte Gäste, die Chancen, die sich daraus ergeben, zu nutzen. Aus Baunatal, der Partnerstadt von Sangerhausen, war die Bürgermeisterin Silke Engler angereist. Auch sie konnte sich noch an die Anfänge der Partnerschaft vor 30 Jahren erinnern. So wie Sven Strauß das eben schon gesagt hat, ja, am Anfang galt es von Baunatal aus ein bisschen zu helfen, Verwaltungsstruktur hier in Sangerhausen zu etablieren. Und Dr. Schuday, aber auch Herr Kupfernagel werden es sicherlich bestätigen können, das war nicht von, wir erzählen euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, weil nur wir wissen, wie es funktioniert, sondern es war auch da schon getragen von einer Augenhöhe. Und das ist uns extrem wichtig. Und ich selbst darf jetzt seit fast 13 Jahren diese Freundschaft zwischen den Städten mitbegleiten und wenn wir Verwaltungsaustausche haben, einmal im Jahr, dann ist das tatsächlich seit vielen Jahren so, dass wir voneinander etwas lernen. Dann war es soweit, den Ehrenpreis der Stadt zu verleihen. Vor 20 Jahren bekam die erste goldene Rose Holger Scholz. In diesem Jahr ging sie an Sigrun Dietmann, die von dieser Ehrung im Vorfeld natürlich nichts wusste. Die Überraschung war gelungen und Oberbürgermeister Strauß richtete seine Laudatio an die Geehrte. Ich halte diese Laudatio für eine Frau, die besonders für eine geschenkte oder eben auch beklaute Stunde verantwortlich zeichnet. Seit Oktober 2010 waren sie die Vorsitzende des Kulturvereins Oberkasten. Dieser Job forderte intensive Arbeit und ein großes ehrenamtliches Engagement. Der Anfang war schwer. Da gab es einen kleinen sakralen Bau der Stadt, die Marienkirche. In der Bahnhofstraße, die sowohl als Kleinkunstbühne und Ausstellungsraum genutzt werden sollte, aber auch ihrer eigentlichen Bestimmung, nämlich als Kirche, gerecht werden sollte. Sie, Frau Dittmann, haben den Spagat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Sangerhausen und der selbstständigen evangelischen lutherischen Kirche hinbekommen. Sie haben genau hingeschaut, ob die eine oder andere Kleinkunstveranstaltung oder Ausstellung in unsere Region und zu den Kulturinteressierten passt. Mit Ihren Vereinsmitgliedern haben Sie das internationale Musikfestival Fete de la Musique in Sangerhausen etabliert, heute gerade
findet es, hat es auch wieder stattgefunden. Die Nacht der Denkmale und die Nacht der Kirchen zum Leben erweckt. Ich möchte Ihnen stellvertretend für alle, die Kultur lieben, ganz herzlich für Ihre anspruchsvollen Stunden in Ihrer Marienkirche mit der goldenen Rose der Stadt Sangerhausen danken. Und ich hoffe, Sie ziehen sich nicht komplett aus dem Kulturgeschehen aus unserer und Ihrer Stadt zurück.